Früh am Morgen ist das sechsköpfige Brattler Feuerwehrteam beim Schweizer Fernsehen in Zürich eingetroffen. Sie treten in der Sendung 5 gegen 5 auf. Durch den Gang geht es Richtung Studio, zur Vorbesprechung und zum Training. Zuerst aber noch eine kurze Stärkung. Wir sehen hier Sam und Remo, Hassan, Karin und Miriam, der Mannschaftskapitän. Und schon stehen sie vor der Tür in die Fernsehwelt. Schon eindrücklich das Studio, und zwar jetzt einmal in Natura. Und darum eine beruhigende Einleitung. Also ist alles kein Problem. Was ein nervöser Prinzip vorher, wir haben ein Notfalltröpfchen. Also irgendetwas. Genau. Dann geht der Blick gut zu diesen etwa 250 Skiwerfern. Jetzt gibt es ein rudimentäres Medientraining. Und all die denken sich alle, was macht jetzt der? Was läuft mit dem, oder? Dann schaut dann wirklich bitte die Kamera, weil sonst ist es einfach für euch dann schade. Und schon steht die Prattler Mannschaft mitten im Studiodekor rein und übt den Fernseher ernstvoll. Das Sven Epine wird durch ein Double gespielt. Wichtig der Applaus, zur richtigen Zeit, in der richtigen Dosierung. Aber jetzt bist du ganz knapp schnell. Miriam in der Fragerunde. Corella Blau, schauen wir gerade schnell. Blöp, top Antwort, wir gehen zum... Der Sven kommt zu dem, der buzzert hat. Und da der Erich beim Interviewtraining. Wo vorhin der Team-Captain runtergelesen hat. Kommt zu dir und redet, du bist schon seit 15 Jahren in der Feuerwehr und Kommandant und bla 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 bla. Du sagst... Ja, macht halt immer noch Spass, also von dem her... Sag dir das Körper... Der Sam übt die berühmte Finalrunde. Ein öffentliches Verkehrsmittel. Ein Tram. Etwas, das Flügel hat. Vogel. Etwas, das im Telefonbuch steht. Arzt. Ein Wort, das mit Küche anfängt. Küche-Händler. Nein, gerade noch gelernt. Schau, ob das noch drauf ist. Dann wird der Sven mit dir hier reden. Jetzt gut zuhören, es werden ein paar Regietricks verraten. Weil die Antworten, die dir geht, müssen alle eingedöckelt werden. Und wenn es eine schwierige Antwort ist, muss man es schnell im Duden nachlesen. Und auch die Sendung geht immer gleich lang, dann hat man hier ein bisschen Zeit zum Puffer oder nicht. Es ist nicht sicher, dass alles ausgestrahlt wird. Der Sven wird nachher sagen, gut, drehen wir uns um. Und dann schauen wir alle die Antworten an. Zum, 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 alles sensationell. Zwei Top-Antworten. Super gemacht, 99 Punkte. Das ist, also ist die Betreuerin führt mit jedem Kandidat und jeder Kandidatin ein Gespräch. Da werden interessante Themen für die Vorstellung und für die Interviews während der Sendung eruiert. Und jetzt bist du einfach jetzt spiele ich noch Eishockey im Winter und im Sommer bin ich Inline-Hockey-Schiedsrichter. Miriam als Team-Captain überprüft mit der Mannschaft und mit der Betreuerin Vorstellungstext. Innerhalb 12 Tagen ist Karin mit dem Velo von Samade auf Wien gefahren. Beim Jazz-Tanzen ist der Sam unter lauter Frauen den Hahn im Korb. Auch Prattler-Staren kommen, wie sich's gehört im Fernsehen, zu einer professionell erstellten Maske. Die Vorbereitung gibt Sicherheit für den Auftritt vor der Kamera. Hey, sind ihr nervös? Da werden Prattler von einer Konkurrentin getestet. Und jetzt sind auch noch Prattler Supporter eingetroffen. Jetzt sollte eigentlich alles klappen für den Wettkampf.